Im äußeren Hof von Schloss Winnenthal steht ein steinernes Denkmal, das an den Mopshund Herzog Karl Alexanders von Württemberg aus der Seitenlinie Winnenthal erinnert. Karl Alexander regierte das Land zwischen 1733 und 37. Davor war er ein hochrangiger Militär in kaiserlichen Diensten. Auf allen Wegen begleitete ihn sein Mops, sogar in der Schlacht bei Belgrad im Jahre 1717. Im Kampfgetümmel jedoch, wird erzählt, verlor der Hund seinen Herrn aus den Augen. Die Geschichte von Herzog Karl Alexanders Mopshund ist Teil des Zyklus Geschichtsbilder aus Winnendens Vergangenheit. Er umfasst samt Titelblatt insgesamt 22 Zeichnungen und wurde angefertigt von Karl Dobler. Dobler war Kunstmaler und zeit seines Lebens in Winnenden ansässig. Die Stadt und ihre mehr als 800-jährige Geschichte inspirierte ihn in seinem Werk immer wieder. Unter anderem bebilderte er einen im Jahr 1910 erschienenen Führer durch die Stadt Winnenden und Umgebungen. Die Geschichtsbilder entstanden 1920. Sie wurden später von der Stadt Winnenden angekauft, um eventuell in einem Heimatmuseum oder dergleichen Verwendung zu finden. Die Mappe mit Doblers Geschichtsbildern wird heute im Stadtarchiv Winnenden aufbewahrt. Der Zyklus thematisiert zum Teil in historisierender Manier einzelne Daten der Stadtgeschichte vom Hochmittelalter bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Auffallend ist, dass bei vielen Motiven die Auswirkungen kriegerischer Ereignisse auf Winnenden im Mittelpunkt stehen. So der Stadtbrand im Jahr 1693 während des Pfälzischen Erbfolgekrieges. Damals wurden sämtliche Gebäude innerhalb der Stadtmauer zerstört. Doch werden auch Institutionen und Personen dargestellt, die für die städtische Identität bis in die Gegenwart hinein wichtig sind. Etwa der Deutsche Orden und der Minnesänger Gottfried von Neuffen, dessen Winnender Lied in der berühmten mittelalterlichen Liederhandschrift Codex Manesse nachgelesen werden kann. Aber wie ging es nun eigentlich mit dem eingangs erwähnten Mops von Herzog Karl Alexander weiter? Fand er seinen Herrn wieder? Offenbar gelang es dem Hund, selbstständig nach Hause zurückzukehren. Die Legende besagt, dass er für die lange Strecke zwischen Belgrad und Winnenden nur 11 Tage gebraucht haben soll. Heute wird der Winnender Mops von Stadt und Einzelhandel als Marketinginstrument genutzt. Er ist in der Innenstadt sozusagen allgegenwärtig. Sicher werfen Karl Doblers Geschichtsbilder einige Fragen auf. Zum Beispiel, ist dieses oder jenes Ereignis tatsächlich belegbar? Oder hätte er auch andere Motive darstellen können? Wir sind sehr gespannt, auf welche Weise Sie seine Zeichnungen verarbeiten werden und freuen uns schon jetzt auf das Ergebnis Ihrer Kreativität.